Mahlzeit. Ja, Yannick Gerhardt wird weiter ausfallen. Dominik Moreau ist zurück im Mannschaftstraining und wird auch zur Verfügung stehen. Ja, was erwartet uns? Ein Heimspiel wird schwierig werden. Voraussetzung wissen wir, dass wir uns nicht wahnsinnig leicht tun. Heimspielen, Mannschaft von Hannover 96 ist für mich wenig überraschend so in die Saison gestartet. Auch überraschend jetzt von der Tabellensituation, dass sie ja, jetzt in dieser Gruppe dabei sind, die Gefahr laufen, um die unteren Plätze zu spielen. Wieder ein interessantes Spiel, eine schwere Aufgabe. Für uns wie immer eine natürlich lösbare Aufgabe, aber wir wissen schon, dass wir aufgrund der nächsten Wochen, aufgrund unserer Aufgaben, die wir auch haben, es uns gut tun würde, wenn wir zu Hause mal so richtig anschreiben würden und 3 Punkte mitnehmen würden. Aber noch einmal, Mannschaft ist von Hannover ist von der Qualität her nicht so wie diese Ergebnisse und vor allem die Punkteausbeute als Rückschluss dienen würden. Wir wollen uns so sehr auf unser Spiel selbst konzentrieren. Also wir haben unsere Dinge, die nicht so gut klappen, die versuchen wir zu verbessern. Viele Dinge, was die Arbeit betrifft, was die Organisation betrifft, das funktioniert bei uns, egal welche Formation wir finden, ob wir mit einer Spitze spielen, ob wir mit zwei echten Stürmern spielen. Die Laufleistung, die Anzahl der Torchancen, die wir zulassen, das ist immer alles in Ordnung. Und unser Spiel nach vorne müssen wir weiterentwickeln und auf das werden wir Wert legen. Und das ist das, womit wir uns in den nächsten Wochen und Monaten noch beschäftigen müssen, dass wir das besser umsetzen können. Und wir kann mich auf eine Wundertüte nicht einstellen, so wie Sie richtig sagen. Es kann ein gutes Spiel werden. Die Qualität der Mannschaft in Hannover ist so, dass sie tollen Fußball spielen können. Jörg und ich, wir waren in Hannover gegen Paderborn. Da hat man eine Hannover-Mannschaft gesehen, die möglicherweise nicht ihren besten Tag gehabt hat, aber man hat auch eine Mannschaft aus Paderborn gesehen, die das ideal und sehr, sehr gut erledigt hat, den Job. Was wiederum zeigt, dass die Liga sehr, sehr ausgeglichen ist. Und deswegen gibt es fast jede Runde da oder dort mal Überraschungen, mit denen man weniger rechnet. Und nachdem wir lange nicht zu Hause gewonnen haben, hoffen wir, dass wir zu Hause jetzt eine positive Überraschung liefern.